Schnitzel und Sojasauce. Eine prinzipiell unglaublich gewagte Mischung. Falls Sie es noch nicht probiert haben, dann würde ich sagen, einfach mal zuhören reicht auch, bevor man kostet. Vincent Bueno, schön, dass du hier bist. Hi Bianca, hast du schon mal Schnitzel mit Sojasauce gegessen? Ehrlich gesagt, ja, ich glaube tatsächlich wirklich, aber weil es ein Zufall war, weil weißt du, manchmal bei diesen asiatischen Restaurants hat man so kleine Schnitzelstücke und dann kommt Sojasauce und ich glaube, da habe ich es mal probiert. Aber sonst bin ich dann eher der Mayonnaise-Typ. Aber du kannst mir viel davon erzählen, denn du natürlich absolut bekannter Sänger, aber jetzt auch dein Kabarettist und das finde ich äußerst spannend. Warum? Warum? Es gibt sehr, sehr viel zu verarbeiten und ich bin so ein Typ, der immer gerne lustig ist. Ich glaube, mir fehlt dieses Gen als Musiker, dieses Mystische, komm, sag nicht zu viel. Und ich bin einfach einer, der in der Situation immer meine Freunde zum Lachen bringt. Und ich habe mir gedacht, okay, warum nicht ein Format gründen für mich, wo ich meine Kultur den Österreichern ein bisschen beibringe. Eines der Gründe, warum ich das eigentlich tue, ist, weil ich glaube, die Filipinos in Österreich, es gibt 30.000 Filipinos laut Wikipedia. Und ich höre immer, dass man nichts von uns mitkriegt. Deswegen wollte ich einfach auch ein bisschen was aufbauen für die Filipinos, von der Community. Auch die Brücke zu bauen, wie wir es verarbeiten, hier in Österreich zu leben und so weiter und so fort. Damit alle gleich wissen, ihr esst Schnitzel mit Sojasauce. Das finde ich göttlich. Eigentlich überhaupt nicht. Das Wort zu geben. Eigentlich überhaupt nicht. Aber, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine, ja, der Schnitzel und die Sojasauce sollte darstellen, das Leben eines philippinischen Kindes, das hier in Österreich aufwächst, sagen wir so. Sehr gut. Ja. Jetzt ist ja die große Premiere von deinem Kabarett, ja? Schon übermorgen ist es soweit. Wie laufen die Vorbereitungen und wie unterschiedlich ist das zu sonstigen Auftritten, wo du ja singst? Ist es was anderes, wenn du weißt, okay, du singst oder du sprichst jetzt und musst lustig sein? Das ist ja vielleicht ein ganz anderes Konzept. Ja, es ist Wahnsinn, weil ich denke mir, Kabarett ist, finde ich, die höchste Form von Performing Art, also darstellende Kunst, weil ich denke mir, singen kann man mal schnell lernen. Entweder kann man singen oder nicht. Manche. Und dann weinen die Leute entweder, weil sie berührt sind oder weil es so schlecht ist. Das stimmt. Aber ich denke mir, dass das Lustigsein in dem Fall sehr, sehr viel Druck hervorhebt, weil es entweder bist du es oder nicht, weil du musst ja im Prinzip so natürlich wie möglich deine Witze, die du eigentlich schon prepared hast, du kannst dich ja selbst nicht mehr zum Lachen bringen, sondern du hast deine Wuchteln und versuchst dann eigentlich so spontan wie möglich zu agieren. Aber ich denke mir, ja, wenn du es von Anfang an fühlst, was du eigentlich sagen wolltest, dann wird das kein Problem sein. Und Humor ist ja auch immer relativ, oder? Manche sagen, das ist nicht total lustig, manche lieben diesen trockenen Humor. Ja? Andere sind dann wieder so übertrieben lustig und das bringt die Leute auch zum Lachen. Ja? Also das heißt, würdest du sagen, du hast auch für dich geschaut, was ist einfach authentisch? Wie bist du wirklich? Weil nur das bringt wahrscheinlich wirklich Erfolg, oder? Wenn die Leute merken, das ist irgendwie jetzt künstlich lustig, dann wird es schwer? Oder? Ja. Oder wie macht man das? Ich denke mir, es gibt einfach sehr, sehr viel zu verarbeiten. Eines meiner Beweggründe, warum ich das überhaupt tue, ist, weil ich vieles bearbeiten muss. Also es ist fast wie eine Therapie. Und es ist fast eine eigensinnige Sache für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen mir einfach die Leute in meiner Therapiesession zu, wie ich Dinge verarbeite. Und die dürfen mitlachen, müssen aber nicht. Also ich gebe ihnen quasi eine Gelegenheit zu lachen. Und die Musik wird immer ein Teil meiner Show sein. Ich werde jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt nur lustig und habe nur Texte, Monologe, sondern die Musik wird immer ein großer Teil sein. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt quasi einen Song singe, einen Song präsentiere, dann kann man die Leute nur begrenzt erreichen. Aber durch ein Kabarett zum Beispiel ist das, glaube ich, schon die schönste Form, mit dem österreichischen Publikum zu kommunizieren. Mhm. Und weil du Therapie angesprochen hast, muss ich natürlich kurz einschreiten. Einerseits kann ich mir vorstellen, nur dass man da durch Songs auch ganz viel verarbeitet. Aber das heißt, welche Teile des Lebens wird man hier vielleicht raushören, die vielleicht für dich schwierig waren? Oder wird man das merken als Zuhörer jetzt, wo man weiß, okay, das hast du ein bisschen aufgearbeitet? Man wird sehr, sehr viele Klischees, ich bediene sehr, sehr viele Klischees. Ja. Gerade eben, weil ich philippinischer Österreicher bin, Austro-Filipino, sagt man. Austro-Filipino. Hat sich ja schon eigenes Wort, bitte immerhin. Austro-Filipino, genau. Sehr gut. Und es gibt halt sehr, sehr viel zu verarbeiten. Mhm. Wir Filipinos sind ein Volk hier in Österreich, das eigentlich, sagen wir mal, Pi mal Daumen geschätzt, 70% in der Krankenpflege Österreich dient, ja, 15% in, sagen wir, Gastgewerbe, 10% in, da haben wir noch Connections bei der UNO-City, haben wir ja auch noch ein paar.
und 5% beim Snipes oder Footlocker. Also wir sind wirklich überall. Wir sind überall und ich habe das Gefühl, wir müssen einfach auch ein bisschen represented werden, weil jeder kennt, sagen wir mal, die anderen Ausländer und wir haben halt keine Plattform. Und irgendwer muss halt unsererseits auch irgendwie anfangen. Finde ich sehr gut. Yes. Das heißt, das wirst du regelmäßig geben, diese Kabarets. Wie kann man sich darüber informieren? Wo wird das Ganze immer stattfinden? Also am 30.03., sprich am Donnerstag, diesen Donnerstag ab 20 Uhr im Wiener Metropol. Mhm. Ja, und ich freue mich schon für alle, die schon Karten gekauft haben. Und es gibt auf jeden Fall noch ein paar. Bitte checkt euch die und ich freue mich. Es gibt eine Liveband. Okay. Das Schöne daran ist, es ist ja wirklich so eine Variety-Show. Ich weiß nicht einmal, welcher Kabarettist sich das heute noch antut. Wirklich mit einer ganzen Band, so richtig so oldschool, real talk-mäßig. Du wolltest es einfach wissen, oder? Du hast dir gedacht, jetzt hast du alles auf, was geht. Alles. Vielleicht ist es Teil meiner ein bisschen Midlife-Crisis auch. Das kann auch gut sein. Jetzt wie alt? 37. Ja, 37 da schon die Richtung gehen. Naja, und genau. Und mein Special Guest, meine Damen und Herren, ist Lukas Blöchel, a.k.a. Vendia. Der wird auch dabei sein. Ja. Er wird ein bisschen Chinesisch reden, ich werde ein bisschen Philippinisch reden und ja. Dolmetscher sind dann genau. Publikum verteilt genau. Und werden das Ganze übersetzen. Sehr gut. Vielleicht ganz kurz auch noch, blicken wir zurück. Eurovision Song Contest, den hast du für uns vertreten, gar nicht lange her eigentlich. Kommt schon wieder so lange einem hervor. Ja? Ganz spannend, 21 war das. Ja. Wie war dein Weg seitdem? Wie geht es dir musikalisch auch weiter? Mhm. Bist du da immer noch genauso Feuer und Flamme wie jetzt für dann natürlich auch das Kabarett, was du da startest? Wie sieht das Ganze aus? Also, wie gesagt, Musik ist für mich immer ein Teil meines Lebens und ich werde immer, zum Beispiel jetzt kommt bald eine Single raus, es heißt Kai Ray. Kai Ray ist das Name meines Sohnes, der am 13. April kommen sollte, aber ich bin mir sicher, dass der ein bisschen früher kommen wird. Oh mein Gott, wie aufregend. Ja, Das finde ich ja schön. Dann hast du schon drei Kinder. Drei stimmt's? Kinder und danach wird einfach nur Schnitzel und Sojasauce gegessen. Dann ist auch wurscht, wie der Tisch ausschaut. Ich kenne das nur von einem Kind, ja, bei dreien wünsche ich euch viel Glück. Aber finde ich sehr schön. Das heißt, auch privat läuft sehr gut, ja? Ja, Familienvater genau. Und dann auch noch erfolgreich auf der Bühne, das muss man auch mal schaffen. Auch mit mehr oder weniger Augenringen, oder? Weil das ist ja nicht immer so easy, das ganze Familienleben, finde ich. Und du hast ja gesehen, was ich eigentlich da gemacht habe. Ja, diese Konzile hat er sich draufgeschrieben, wollte ich nochmal sagen. Abschließend noch, jetzt gibt es ja wieder einen Eurovision Song Contest, diesmal von zwei Mädels vertreten. Ja. Ganz cooler Song, Who the Hell is Edgar. Was sagst du dazu? Wie viele Erfolgschancen gibst du dem und wie passt das vielleicht in die heutige Zeit? Also ich bin ein riesen Fan von Thea und Selena, weil erstens einmal sind das private Freunde von mir. Und das Coole ist, so schließt sich ja der Kreis, weil ich weiß, kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, zuerst war Selena am Start, während ich dann 2019 gefahren bin und 2020, wie ich dann gefahren bin, wäre eigentlich auch Thea im Spiel gewesen. Okay. Und so schließt sich der Kreis. Und vor kurzem haben wir auch im Fernsehen meinen Song damals Amen im Fernsehen gesungen. Und ja, die zwei sind wahnsinnig toll. Voll cool. Super Sängerinnen. Und der Song, ich glaube, der hat schon gute Chance. Das heißt, wird man sich da eigentlich auch mal connecten und sagen, hey, das hat mir so gut gefallen. Und dass man sich da sagt, okay, man nimmt mal zusammen was auf. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Pläne. Also speziell mit Selena habe ich jetzt gute Pläne. Habe ich mir gerade. Ich habe das jetzt gerade irgendwie so rausgehört. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Das heißt, Schnitzel und Sojasauce gibt es bei dir am Freitag, ja? Ja. Wird auch im Publikum dann wahrscheinlich durchgegeben, gell? Genau. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was du berichtest. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr happy, dass ich das machen kann. Und für alle, die sich interessieren, am Donnerstag, here you go. Also seid dabei, auch wenn Sie sonst ein Fan von anderer Kost sind oder sonst auch der Schnitzel in die Mayo tauchen. Dort probieren Sie es mal aus und ich bin sehr gespannt, wie lustig du dann bist. No pressure. Damit bis gleich.